Ja, hallo Freunde, da bin ich mal wieder nach einer kurzen Pause. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr eure Webcam ganz einfach als Überwachungscam nutzen könnt, beziehungsweise eine weitere Möglichkeit. Alles, was wir dazu brauchen, ist natürlich eine Webcam. Und ich möchte euch heute ein kleines Programm hier zeigen. Cam Alert heißt das. Das könnt ihr euch, ja, einfach aus dem Internet kostenlos herunterladen, ist Freeware. Hier, ich habe das schon mal vorbereitet hier, das ist jetzt hier der Installer. Mit ein paar Klicks ist das Programm installiert. Hier ist nochmal ein Update davon, beziehungsweise ein Upgrade. Ich habe jetzt beides hier installiert. Das ist jetzt die, ja, eigentlich aktuelle Version hier. Das sieht so aus, wenn wir starten. Ja, hier Alert Cam 2. Hier sind ein paar Optionen. Das ist recht einfach zu bedienen und übersichtlich hier. Ich werde das jetzt aber mal schließen und möchte euch hier mit der, ja, Alert hier Cam Alert 3 zeigen. Das ist jetzt allerdings noch in der Beta-Version hier. Wir haben hier ein paar Optionen mehr hier. Ja, wenn wir starten, sieht das so aus. Das ist jetzt hier meine Webcam, hier mein Schreibtisch. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, beziehungsweise genau, was hier so cool daran ist eigentlich, dass es ähnlich wie ein Bewegungsmelder funktioniert, ja. Das heißt, die Cam ist jetzt zwar an, aber nimmt jetzt ist, ich starte mal einfach die Aufnahme hier. Zack. Jetzt passiert erstmal gar nichts. Und sobald sich aber hier genau was bewegt, vor der Cam oder Farben sich ändern, dann werden Bilder hier, wir sehen hier unten rechts, ja, wenn ich mich jetzt bewege, zack, meine Hand. Oder weiß ich nicht, meinetwegen die Farbe hier ändere. Zack, zack. Ja, zack. Da werden Bilder gemacht. Hier, wir haben ja schon, wir sind ja schon bei 214. Die Empfindlichkeit hier kann man natürlich einstellen. Ich stoppe jetzt mal die Aufnahme. Okay, das läuft jetzt zwar weiter, aber es wird nicht aufgenommen. Hier haben wir die Möglichkeit, ja, vielleicht am besten. Wir können erstmal hier anschauen, die Ergebnisse hier. Das sind jetzt die ganzen Bilder, die jetzt aufgenommen wurden. Man kann hier als Slideshow hier die ausgeben lassen. Dann sieht es so aus, halt, ja, wie ein Film. Ich finde, das ist recht cool. Ja, sieht so aus. Ich stoppe das jetzt mal und lösche alles. Und vielleicht nochmal hier zu den Optionen nochmal ganz kurz. Vielleicht am besten ist natürlich als erstes hier die Kamera einmal zu kalibrieren. Ich mache das jetzt mal, damit hier. Okay, der hat jetzt 92. Dann kann man hier natürlich einen Speicherort festlegen. Ich habe mir jetzt hier einfach ein Ordner hier auf dem Desktop angelegt. Das heißt, die Bilder werden jetzt, ich habe die jetzt gelöscht, die werden jetzt hier alle gespeichert auch. Hier kann man ja akustische Alarmhinweise, ja, und so weiter. Hier kann man noch ein bisschen genau. Aha, hier ist, das habe ich gesucht. Genau, hier kann man natürlich die Bilder direkt auf einen Server hochladen. Ja, hier, ich guck mal ganz kurz, genau hier, FTP-Upload deaktivieren, das ist jetzt aktiviert, okay. Ich deaktiviere das jetzt. Genau, hier kann man Serveradresse eingeben und die Bilder werden direkt hochgeladen. Hier kann man, ja, Text, Datum und so weiter hier für die einzelnen Bilder. Hier kann man nochmal einstellen, dass bestimmte Bereiche hier zum Beispiel nicht aufgenommen werden. Ich lasse das mal aus. Hier haben wir nochmal Zeitsteuerung. Kann man mal einstellen, wann das aufnehmen soll und wann nicht.
Hier kann man die Oberfläche ein bisschen ändern, je nachdem. Und hier hat man nochmal die Möglichkeit, genau, nochmal die Bewegungserkennung hier. Da gibt es hier einmal grob, mittel, fein und extra fein. Hier kann man nochmal den Haken setzen hier und das so einzustellen, dass wenn, also dass langsame Bewegungen nicht aufgenommen werden, beziehungsweise ignoriert werden. Zack, ich lasse nochmal weg. Und ja, das ist wirklich recht einfach zu bedienen hier. Hier haben wir nochmal den Entwickler hier, der sich natürlich über jede kleine Spende auch freut. Über große natürlich auch. Ja, hier sieht man nochmal so aus. Ich kann nochmal ein bisschen größer machen und ja, nochmal die Aufnahme starten hier. Und sobald sich hier etwas bewegt, dann wird das aufgenommen. Wir können mal ganz kurz testen, vielleicht mit vielleicht eine andere. Wo war das jetzt hier? Bildanalyse. Speicher, Kamera. Ich guck mal jetzt, wenn wir jetzt einfach erhöhen hier und starten, dann werden jetzt zack, zack, ein bisschen weniger Bilder aufgenommen. Ich stoppe das. Gehen wir hier auf Ergebnisse und schon haben wir alles aufgenommen hier, wenn sich etwas bewegt hat. Ja, das finde ich ganz praktisch und cool. Das Programm. Ja, das war's eigentlich auch schon alles für heute. Ja, wenn es euch irgendwie was gebracht hat, freut mich natürlich, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, über ein Abo oder ein Like freue ich mich natürlich auch. So wie der Entwickler hier auch über eine Spende. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ist, glaube ich, 1.5. Ja, nach dem Entparken haben wir hier ein paar Dateien. Einmal haben wir hier eine 64-Bit-Version, das ist die 32-Bit-Version. Ja, ich nehme mal die 32-Bit hier. Am besten, wenn wir jetzt diese Exe-Datei, ja, den Launcher hier, Wizard, als Administrator ausführen. Dauert irgendwie einen kleinen Moment, bis da ist er. Genau, dann öffnet sich hier der Wizard hier. Okay, wir können jetzt einfach auf Weiter klicken. Hier können wir die Suche, damit es nicht so lange dauert, vielleicht etwas einschränken. Wenn ich weiß jetzt, dass ich zum Beispiel nach gelöschter Bilder suche, dann kann ich mir hier Picture Bilder auswählen, damit er nicht, also einfach nur nach hier Image-Formate sucht, Bilderformate oder Dokumente, Videos und so weiter. Ich wähle jetzt hier mal einfach All Files, ja, alle Files. Das funktioniert übrigens auch mit SSD, Festplatten, USB-Sticks und alle möglichen Speichermedien, Digicam und so weiter. Genau. Jetzt habe ich hier All Files, also alle Dateien ausgewählt hier und gehe auf Weiter. Hier ist es natürlich, hier kann man genau die Location, den Ort hier auswählen, wo wir suchen, My Documents oder hier I'm not sure, dann sucht er alles durch, das dauert nur einfach etwas länger. Hier Recycle Bin, der Papierkorb und so weiter. Oder eine bestimmte Location hier, ich nehme das, ich guck mal jetzt zum Beispiel, ich nehme mal meinen Desktop hier. Ja, einfach und klicke auf OK. Und dann auf Next. Und hier können wir nochmal den Deep Scan hier aktivieren. Das dauert natürlich
eigentlich viel länger. Das würde auch nach